heute am 20. Mittwochstermin am Salvator ist vorwiegend die Hopfenernte angesagt. Aber es sind auch noch andere Arbeiten zu verrichten. An der schönen Hopfenlaube neben der Salvatorklause wird von den Salvatorfreunden der reife Hopfen gepflückt. Bei so einer guten Hopfenernte wird es für das nächste Jahr wieder ein schmackhaftes und süffiges Näpperlebier für die Besucher an der Salvatorklause geben. Das dortige Heiligtum, die St. Salvator Felsenkapelle, schuf der Kirchenbaumeister Kaspar Vogt nach 1617. Ein schöner Blick auf Schwäbisch Gmünd mit dem neu errichteten Hotel am Remspark. Ein wunderschönes Brückle am Pfad der Hoffnung. Ein weiterer Arbeitseinsatz der Salvator-Freunde findet oberhalb der Felsenkapelle statt. Grubler. Für die Beleuchtung der Sägenshand und sonstiger elektrischer Geräte muss ein aufwendiger Graben, indem die Leerrohre verlegt werden, hergestellt werden. Die Sägenshand des Künstlers Rudolf Kurz aus Elwangen wird nachts beleuchtet und es sind noch manche Einstellungen erforderlich. Jetzt werden die Leerrohre verlegt und wenn erforderlich, können die Elektroleitungen eingezogen werden.
und der ausgehobene Graben wird sofort wieder zugedeckt. Hier am Fahrweg zur Salvatorklause sind immer wieder Kehr- und Putzarbeiten erforderlich. Ja, die Witterung. Tische werden abgeschliffen und anschließend wieder lackiert. Am nächsten Mal Hildi mitbringt. Nächstes Mal Hildi. Und da Schritzheimer. Und oben drüben kannst du schlecht lassen. Die Segenshand am Salvator mit Blick nach Schwäbisch Gmünd. Die Kreuzigungsgruppe auf dem St. Salvator. Nach erfolgreicher Arbeit die Hopfenpfleger vom Salvator.